Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gainesia. Oder man kann es auch einfach Hello Kitty nennen, das ist ziemlich egal, finde ich. Was hat er denn für wieder Probleme? Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Wow. Wieso höre ich? Ich habe das dumme Gefühl, ich sollte die Tür nicht öffnen, aber irgendwie... Oh, scheiße. Nom nom nom. Habe ich gerade was gehört? Licht. Ich höre Schritte, oder? Nicht von mir. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Wo kommen die Schritte her? Daniel. Oh Mann. Das sollte auch nichts drin sein. Dieses Spiel geht mir eigentlich sowas von auf den Sack. Man wird da so paranoid bei. Ich glaube, die hat's echt zerrissen. Wow. I'm scared. Ich hätte das Verlangen nachzusehen, aber irgendwie... Ich denke, wir schleichen uns erstmal da hinein. Machen wir mal eine Lampe an. Was haben wir da? Königswasser, wunderbar. Bla bla bla. Who cares? So. Das war anscheinend dieser komische vergiftete Wein. Okay, das war's. Spiel vorbei. Hier bleiben wir jetzt auf ewig drin. Nein, nicht wirklich. Obwohl noch was im Ofen drin ist. Nö. Schade. Aber eine Kredenz haben wir schon mal gefunden. Das Königswasser. Ich höre Schritte.
ist da mehr als nur deutlich. Mal schauen, sehen wir irgendwo Monster? Hallo, Monsterchen. Put, 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 put. Na, wo bist du denn? Hallo? Na? Ich weiß, dass es hier eins gibt. Ich habe mir zwei Let's Plays dazu angesehen. It's dark in here. Need light, my friends. And we got to cope it. Habe ich da draußen gerade was gehört? Ich habe da draußen noch... Ich höre dich. Hier ist eine verdammte Säge. Und ein Hammer. Mal schauen, wie ist sein geistiger Zustand? Ich glaube, das wird bei ihm nicht mehr besser. So, wir packen mal ein bisschen Öl nochmal drauf. Wunderbar. Dann wollen wir erstmal hier aufmachen. Vielleicht wollen wir es ja auch nicht. Na, wo wobei. Ach, du willst dich gar nicht öffnen, okay. Kein Ding. Diese Nachricht. Na? Irgendwer ist hier einer. Daniel wird schon wahrscheinlich gleich wieder... Oh my god, I'm so pussy, I can't handle... Woher kommt dieses Geräusch? Wenn mir jetzt irgendwas anfällt, dann renne ich da hoch. Schau nicht mal rein. Oh Gott. Wir machen hier ab und zu mal ein Licht an. Oh Gott. Oh Gott. Glaube ich, der Zustand ist okay. Geistiger Zustand ist im Arsch. Warte mal. Fucking Gegner, du Idiot. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie... Ja, hallo? Wir machen mal eben schnell Licht an. Das können wir ja einfach so. Okay, blöd wie ich bin, werde ich jetzt kurz ins Licht starren. Sich diese Memme von einem Mann wieder erholt hat. Oder wie viel? Ich denke, wir nehmen jetzt noch mal kurz das Laternchen dazu. Ist nur die Laterne, wir gehen in irgendeine Ecke.
Und warten erstmal kurz ab, bis sich sein geistiger Zustand wenigstens ein bisschen verbessert. Wobei ich gerade ganz ehrlich sein muss. Ich möchte gerade ganz kurz nur raus. Und da ist die Tür offen, genau das meinte ich. Ich möchte mal kurz hier in die Eingangshalle zurück, ins Licht. Fenster öffnete, zurückfahren. Im Inneren, ja stimmt, also zum Rauch der Waffen. So, ich mich mal kurz hier rauf. Ich weiß nicht, wo hier die Saves gesetzt werden. Deswegen wir jetzt erstmal kurz zurückgehen. Damit Daniel sich hier mal ein bisschen beruhigt, weil das geht ja gar nicht an mit dem Typen. Are you kidding me? Heißt also, wir gehen jetzt hier hoch, halten mal kurz das Licht nach oben. Schau mal, Daniel, das Licht. So ein bisschen. Jetzt warten wir erstmal ein bisschen. Bis sich unsere kleine Pussy hier wieder mal ein bisschen zusammenreißt. Na, guck mal, das kannst du noch locker wegräumen. Würde uns wahrscheinlich tausende von Jahren Wege sparen. Aber scheiß drauf, ich bin Daniel. Ich werde übrigens wahrscheinlich dieses EP irgendwann abbrechen, wenn es mir nur noch total abfuckt. Höchstwahrscheinlich, also ich kann es nicht genau sagen, sehen wir dann ja. So. Daniel, ich muss dir jetzt mal was zu. Ich denke, wir können weitermachen. Auch wenn sein... Das verballert mir zu viel Öl. Im Laboratorium hatten wir, glaube ich, irgendwo Licht. Da gehe ich jetzt mal kurz rein, dann schaue ich das stundenlang an. Dam 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 dam. So, das Licht. Da. Ja, ruhig, ey. Ganz ruhig. So, denn jetzt wirst du erstmal deinen Geist befreien. Von allen bösen Gedanken. So, und wenn jetzt dein geistiger Zustand wieder ein bisschen normaler ist. Ey, du bist so ein nutzloses Boah. Mann! Okay. Wir gehen zurück in diesen verfickten Weinkeller. Wir haben inzwischen, was haben wir denn eigentlich? Wir haben das Königswasser und das Kubrit und wir haben was, um unseren Körper zu heilen, ein bisschen Laudanum. Wie heißt das? Laudanium, ja genau. Leichentuch roch nach Mist und feuchte Moschus. Die Stücke dann durcheinander gewürfelt, darüber zu viele dachten er, oder vielleicht zu wenige. Who knows? I don't know. I am just saying. Machen wir nicht lustig. So. Ganz ruhig. Wir wollen jetzt nämlich durch die Tür. Und wie ihr wisst, verträgt klein Daniel keine lauten Geräusche. Der hat eine Allergie dagegen. There's nothing left. Hallo, Opiment. Okay, wir mit 30 sagen, ich möchte mal kurz... Ich weiß nicht, wie es speichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte mal kurz einen Cut setzen. Bis gleich, ich werde nichts verpassen. Okay, passt schon. Oh Gott, habe ich da gerade einen Gegner gesehen? Im
immer die Türen schließen. Wobei, zum Fluchtweg hätte ich dann doch ganz gern die Türen offen. Sonderbüchse. Und ich scheine irgendwas übersehen zu haben. Ich glaube, da kommt wieder einer. Öffne mal die Tür. Dein Zustand, ja, es geht wieder einigermaßen. Also wir haben von vier Sachen, die wir brauchen, haben wir drei. Das heißt, ein